Hallo zusammen, mein Name ist Jörg, willkommen auf meinem Kanal. Heute in diesem Video geht es mal wieder um Windows 10 und zwar in dem Fall um Startprobleme. Wir bekommen ja immer wieder in unseren Laden Computer rein, die aus irgendwelchen Gründen starten, meistens nach Updates, hier in dem Fall mal nach einem Festplattenproblem. Was man da machen kann und wie man da vorgeht, das zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Die Problematik bei diesem Computer ist, dass der nicht starten will. Der macht zwar jetzt hier den Anschein, dass er starten möchte, aber jetzt gleich wird der ein Problem feststellen und versuchen, mit hoher Wahrscheinlichkeit die automatische Reparatur zu starten. Der Kreis zeigt ja immer, dass Windows startet und im Grunde genommen ein gutes Zeichen. Jetzt ist allerdings der Rechner mit diesem sogenannten Bluescreen ausgestiegen und startet sich von selber neu. Jetzt haben wir mit Windows 10 verschiedene Möglichkeiten, hier diesen Computer zu reparieren. Und in dem Fall ist Windows 10 so schlau, hat erkannt, dass jetzt hier Dateien anscheinend beschädigt sind und versucht, sie selber zu reparieren. Die sogenannte Diagnose, die jetzt hier ausgeführt wird, die schlägt leider meistens fehl. Ich habe ganz seltene Fälle, wo wir damit erfolgreich haben oder waren. Hier kommt es halt tatsächlich darauf an, welche Dateien sind beschädigt und welche nicht. Deswegen versuchen wir jetzt hier mit der erweiterten Option, die ich jetzt angeklickt habe, das Problem zu beheben. Es wird hier angeboten, dass ich das Windows 10 fortsetzen kann. Das wird uns nichts bringen, da landen wir immer wieder an dem gleichen Problem. Oder ich kann hier die Problembehandlung auswählen. In der ersten Option der Problembehandlung haben wir die Möglichkeit, den PC zurückzusetzen. Das ist die letzte Lösung, die wir gerne favorisieren wollen. Oder hier jetzt die erweiterten Optionen. Bei den erweiterten Optionen gibt es mehr Auswahl. Und in dem Fall haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel das, auch hier das System wiederherzustellen oder zu einer vorherigen Version zurückzukehren. Das ist meistens nach einem Update von zum Beispiel Windows 7 auf Windows 10. Dann haben wir ein System-Image-Wiederherstellung. Falls wir eine Systemdatei von Windows wiederherstellen wollen, dann haben wir Starthilfe oder die Eingabeaufforderung und die Starteinstellung. In dem Fall versuchen wir, die Starthilfe nochmal zu bemühen, um zu schauen, ob der jetzt an dem Punkt gegebenenfalls doch nochmal dahin kommt. Also hier gleiche Problem, kann den Fehler nicht reparieren. Die Protokolldateien, die hier meistens angegeben werden, die helfen nur in den seltensten Fällen. Also ich habe da noch nie eine Lösung gefunden. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder in die Problembehandlung, in die erweiterten Optionen. Und der nächste Schritt, den wir jetzt ausprobieren werden, ist über die sogenannten Starteinstellungen in den abgesicherten Modus zu kommen. Hier steht beschrieben, dass wenn ich jetzt hier auf Neustart klicke, dass ich gleich die Möglichkeit habe, in den abgesicherten Modus zu kommen. Der Rechner startet jetzt neu. Jetzt habe ich hier verschiedene Optionen, die ich ausführen kann. Die hilfreichste Option ist die 4 oder F4, kann man sie aussuchen. Denn hier kommen wir in den abgesicherten Modus. Sollte der Computer von den grundsätzlichen Dateien nicht so weit beschädigt sein, dann hilft dieser meistens reinzukommen. Sollte der abgesicherte Modus jetzt scheitern, dann können wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Windows selber hier defekt ist. Das heißt also, es ist eine Windows-Datei, die zum Starten erforderlich ist, beschädigt
und dann hilft uns das auch nicht weiter. Sollten wir in den abgesicherten Modus kommen, dann können wir zum Beispiel Treiber, die das Starten verhindern, entfernen, beziehungsweise Windows macht das dann auch selber, oder Programme, die wir vielleicht zuletzt installiert haben, entfernen. In dem Fall, wie ihr seht, haben wir das gleiche Problem. Windows lässt sich nicht starten, das heißt also hier gibt es gar nicht viele Möglichkeiten. Der Rechner startet wieder von alleine, der abgesicherte Modus hilft uns nicht. Die automatische Reparatur wird wieder vorbereitet, die wird aber wie vorher auch scheitern. Jetzt habe ich hier wieder die erweiterten Optionen. Das heißt, ich kann jetzt in der Tat nur eine Möglichkeit der Wiederherstellung wählen, weil ich ja letztendlich nicht reinkomme. Es gäbe jetzt auch noch die Möglichkeit, die Festplatte zu checken, aber das könnte man hier über die Eingabeaufforderung machen. Ich kann es ja mal zeigen. Jetzt sind wir hier auf dem Stick, beziehungsweise nicht auf dem Stick, sondern auf einer temporären Festplatte, die angelegt wurde. Und um die Boot-Festplatte zu testen, müssen wir in das C-Laufwerk. Und da können wir dann Checktest aufrufen. Mit dem Befehl Checktest wird die Festplatte überprüft. Er hat aber jetzt hier keine Fehler festgestellt, weil ich die Platte vorher getauscht habe. Wir haben also den Fehler vorher ja schon auf der Platte auf diesem Computer festgestellt. Deswegen haben wir dann einen Klon gemacht von der Platte, weil die Platte wies fehlerhafte Sektoren auf, die hier vorher installiert war auf diesem Computer. Jetzt sind wir auf einer neuen, sauberen Platte mit den Dateien aber von der defekten Platte, und die Sektoren, die da anscheinend fehlerhaft waren, die haben jetzt hier das Windows so weit zerstört, dass wir da nichts mit mehr machen können, denn hier ist in der Tat jetzt das System beschädigt. Also jetzt haben wir in der Tat nur noch die Möglichkeit, diesen PC zurückzusetzen. Hier möchten wir die eigenen Dateien behalten. Und das schauen wir uns mal an. Jetzt haben wir hier allerdings den Super-GAU. Wir haben Probleme beim Zurücksetzen. Das heißt, die Dateien auf der Festplatte, die wir da geklont haben, sind so weit beschädigt, dass hier die Windows-Version nicht benutzt werden kann, um den PC zurückzusetzen. Und dazu haben wir einen Installationsstick, den wir jetzt verwenden können. Und wie man so einen Installationsstick erstellt, habe ich ein Video zugemacht. Das verlinke ich euch hier in der Infobox. Und jetzt müssen wir den Computer von diesem Stick starten. Dafür müssen wir ins BIOS. Ins BIOS kommt man in der Regel mit der Escape-Taste, Entfernen-Taste oder F2. Wir drücken mal alle und dann können wir hier das Bootmenü einstellen. Jetzt hat er den Stick schon erkannt, das heißt, ich muss den von der Priorität über das Menü booten auf höher setzen, damit er dann davon booten kann. Schauen, wie das geht. Also durch Enter kann ich habe ich hier eine Auswahl, die ich dann mit einem weiteren Enter bestätige. Das ist allerdings von BIOS zu BIOS unterschiedlich. Einfach hier unten, in der Regel steht da das genau beschrieben, auf diese Beschreibung achten, wie man diese Prioritäten ändert. Was bei den meisten BIOS allerdings ist, dass wenn wir auf das 10 drücken, dass wir die Änderung speichern. So, wenn wir jetzt etwas Glück haben, bootet jetzt der Computer vom Stick. Da war es kurz auch zu erkennen. In dem Fall war unser Setup F2. Da muss man auch darauf achten, wenn beim Starten des Computers, ob das erkennbar ist, wie ich ins Setup komme.
jetzt nehme ich einfach mal an, dass wir ein 64-Bit haben. Windows wird uns das gleich erklären bzw. zeigen, ob das stimmt, ob jetzt quasi das passt. Das ist allerdings, fällt mir gerade auf, gar nicht richtig. Dadurch, dass wir jetzt sowieso das komplette System überschreiben müssen, ist es uns eigentlich egal, ob jetzt hier 32 oder 64-Bit vorher drauf war. Denn wir machen ja eine Neuinstallation. Bei dieser Neuinstallation gibt es natürlich auch etwas zu beachten. Wir möchten gerne die Dateien ja erhalten und da achten wir gleich drauf. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auch nochmal Computerreparaturoptionen auszuführen. In wenigen Fällen klappen die, da hier allerdings das System so beschädigt ist, nehme ich einfach an, dass das jetzt hier auch nicht klappen wird. Warum klappen in wenigen Fällen Reparaturoptionen vom CD oder vom USB-Stick besser? Das liegt an den sogenannten Schreibrechten. Jedes System, was ich gestartet habe, hat besondere Schutzmechanismen und dann lassen sich nicht unter Umständen nicht alle Dateien ändern oder anpassen. Deswegen habe ich hier sozusagen jetzt ein virtuelles Betriebssystem, was dann auf der Platte besser arbeiten kann. Wir können hier natürlich jetzt auch nochmal versuchen, die gleichen Optionen, aber wie gesagt, ich denke, dass wir hier keinen großen Anhaltspunkt haben, aber wir werden es sicherheitshalber mal durchtesten. Hier findet also auch der USB-Stick keinen Wiederherstellungspunkt. Hätte mich jetzt auch gewundert. Dann haben wir hier die Möglichkeit auch, das von einem externen Abbild nochmal herzustellen. Haben wir ja auch keins. Also er möchte jetzt hier bestimmte Systemdateien wiederherstellen, aber er kommt einfach nicht weiter, weil wir an der Stelle einfach schon zu weit fortgeschritten sind. Das heißt, hier bleibt uns wie auch vorher keine andere Möglichkeit, als in der Tat zu den Computer zurückzusetzen. Um jetzt hier allerdings rauszukommen, müssen wir dann den Computer nochmal ausschalten und erneut vom USB-Stick starten. Jetzt ist hier nicht erforderlich, dass ihr nochmal ins BIOS geht, weil das BIOS hat sich die Einstellung gemerkt und wird jetzt automatisch als erstes, sofern vorhanden, einen USB-Stick auswählen. In dem Moment, wo wir den USB-Stick hier entfernen, würde er wieder ganz normal von der Festplatte starten, weil in der BIOS-Priorität war ja die Festplatte dann als zweite Stelle und als weitere Bootoption dann die CD. Im Normalfall sind hier eingestellt CD, Festplatte, sonstige Bootoptionen. Kommt halt immer auf den Computer an. So, das heißt, wir haben alles versucht und können jetzt nur noch das System sauber aufsetzen. Und hier wird jetzt das Setup gestartet und Windows wird uns gleich verschiedene Sachen anbieten. Jetzt können wir hier sagen, wir haben kein Produktkey. Es handelt sich auf jeden Fall in der installierten Version um ein Windows 10 Pro. Das möchten wir auch erhalten und gehen da jetzt erstmal weiter vor. So, und hier haben wir jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Upgrade, Windows installieren und Dateien, Einstellungen, Anwendung behalten. Das werden wir jetzt mal als erstes probieren. In der Regel werden wir dann aber aufgefordert, das vom System aus zu installieren. Genau, Upgrade-Option ist nicht verfügbar, weil er möchte
bei den Upgrades, in dem Fall macht man das in der Regel vielleicht von Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, dass man das Setup aus dem laufenden Systemhaus heraus startet und nicht wie jetzt sozusagen über die Eingabeaufforderung. Jetzt ist es so, dass wir entweder alle Sachen löschen können, dadurch, dass wir aber die Dateien ja erhalten wollen, werden wir natürlich nichts löschen. Und jetzt ist es hier so ein bisschen tricky, man muss sich aussuchen, wenn jetzt Windows selber nicht erkannt hat, wo das Windows vorher war, auf welcher Partition das war. In der Regel ist das hier die größte Partition, weil da ist ja der meiste Speicher drauf. Jetzt kann man hier sogar gut erkennen, das ist die sogenannte Startpartition. Da werden die Informationen zum Starten abgelegt, da sind nur 39 MB. Dann haben wir eine Recovery-Partition, die aber leider wohl ja auch nicht mehr funktioniert oder halt von einem älteren Betriebssystem sind. Ich weiß nicht, ob der Rechner vorher Windows 7 hatte, dann würde sich wahrscheinlich hier ein Windows 7 noch zum Recovern drauf befinden. Und wir haben die große Partition. Jetzt gehen wir einfach davon aus, das ist unser Windows-Laufwerk und gehen weiter. Und das ist jetzt dann der große Vorteil in dem Fall, dass wir das nicht formatiert haben. Denn Windows wird, sobald er jetzt gleich beim Installationsvorgang ein Windows erkennt, das in den sogenannten Windows-Old-Ordner verschieben. Das ist sehr praktisch, dann finden wir unsere ganzen Dateien am Ende hier in diesem Old-Ordner und können die dann da rauskopieren. Was allerdings nicht funktionieren wird, ist, dass die Festplatte bzw. die Programme, die installiert sind, die werden dann nicht mehr funktionieren, weil die sind ja auch mit verschoben worden und die müssen alle neu installiert werden. Gut, dieser Vorgang wird jetzt ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich melde mich, wenn der Vorgang hier wieder abgeschlossen ist. Nach der erfolgreichen Installation müsst ihr den Stick aus dem USB-Slot entfernen, damit dann der Rechner nicht nochmal davon bootet. Und dann wird er das Windows, das neu installierte Windows auf dem Computer starten. Je nach Festplatte kann dieser Prozess auch etwas länger dauern, denn wir haben jetzt hier in unserem Fall eine klassische Festplatte verbaut, keine SSD, um das Betriebssystem zu installieren. Die Dienste werden jetzt hier gestartet, steht da. Das heißt, Windows passt sich gerade dem Computer an, installiert den ein oder anderen Treiber. Das passiert alles jetzt hier so im Hintergrund. Und wenn alles gut ist, dann können wir gleich loslegen. Ich habe jetzt den Computer noch nicht am Internet angeschlossen. Hier wird in der Regel das auch nicht erforderlich sein. Manchmal müssen allerdings Treiber aus dem Internet geladen werden, dann bietet es sich natürlich an, den Computer auch mit dem Netzwerk zu verbinden. Ich möchte jetzt erstmal die vorhandene Windows-Version nutzen. Das geht dann ein bisschen schneller, als wenn er dann anfängt, zwischendurch sich irgendwelche Dateien zu laden. Und hier ist das Ziel, erstmal auf das System drauf zu kommen, zu gucken, ob alles geklappt hat. Und dann können wir natürlich die aktuellen Updates einspielen, um das System aktuell zu halten. Vorbereitung läuft, also er ackert noch hier wie so eine kleine Bergziege. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Ja, hat jetzt gefühlte Stunden hier rumgeackert. Ich denke, das war so eine gute halbe Stunde. Und ist jetzt in dem weiteren Installationsprozess.
hier gibt es jetzt nichts Besonderes zu beachten, einfach den Anweisungen folgen. Wenn man jetzt verschiedene Tastaturlayouts hat, kann man hier noch welche hinzufügen. Wir haben ja aber nur eine Standard deutsche Tastatur, die sogenannte Querstastatur, 101 Tasten. So, jetzt werden wir hier an der Stelle nach dem Netzwerk gefragt. Das ist der Moment, wo wir dann auch gerne mal das Netzwerk angeben. Das könnte man auch überspringen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir stecken einfach unseren Netzwerkkabel ein und dann wird hier eine Verbindung hergestellt und können auch weitergehen. Jetzt sagt er, jetzt können wir nach Update suchen. Die, in dem Fall habe ich das jetzt dann favorisiert, weil der Rechner doch relativ lange gebraucht hat und ich davon ausgehe, dass es ja nicht nur an der Festplatte liegt, sondern dass er vielleicht den einen oder anderen Treiber doch noch nicht so ganz gut gefunden hat. Und den würden wir dann jetzt hier mit installieren. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit auszuwählen, ob wir den für die persönliche oder für die Firma nutzen sollen. Wir nutzen den hier in dem Fall als persönlich. Dann möchte der immer gerne ein Microsoft-Konto erstellen. Wir wollen das aber nicht. Wir nutzen das offline, also der Kunde möchte das nicht. Und jetzt fragt er, ob wir uns stattdessen anmelden wollen. Wollen wir nicht. Und jetzt sollen wir den Namen eingeben, von dem der PC genutzt wird, und da können wir dann zum Beispiel den Kundennamen oder einen anderen Namen eingeben. In dem Fall geben wir jetzt hier einfach Dell ein, das ist ein Dell-Rechner, und das soll uns dann reichen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier ein Kennwort zu hinterlegen. Soweit ich jetzt informiert bin, hat der Kunde kein Kennwort gehabt in dem Computer. Zumindest hat er uns jetzt mitgeteilt. Also werden wir jetzt hier auch erstmal keins hinterlegen. Cortana ist eine Geschmackssache. Wir nehmen die jetzt hier weg. In dem aktuellen Mai-Update, wir sind im Jahr 2019, ist in der Tat die Cortana von Microsoft auch nach hinten verschoben worden. Das heißt, also die ist jetzt nicht mehr ein fester Bestandteil der Installation, und hier mutmaßt man, dass Microsoft wohl dann doch wohl von ihrem eigenen Sprachassistenten so ein bisschen abweichen will oder den gesondert nutzen möchte. Jetzt haben wir noch ein paar Vorbereitungsanzeigen bekommen, der übliche Blabla, und warten darauf, dass der PC in einigen Minuten für uns nutzbar ist. Hier steht noch, schalten Sie PC nicht aus. Das machen wir auch nicht. So, nach einigen Neustarts ist der Computer jetzt in der Tat da. Und hier möchte sich als allererstes der Browser von Microsoft, der Edge, aktualisieren bzw. ein paar Einstellungen kriegen. Das sprechen wir jetzt hier an der Stelle einfach mal ab. Und haben jetzt hier also einen frisch aufgesetztes Windows 10, wie man das kennt. Der Vorteil ist, und das werden wir jetzt mal hier überprüfen, von der Installationsart, die wir gewählt haben, ist, dass auf diesem Computer jetzt ja angeblich unter Windows Old, hier sind sie, die alten Daten noch vorhanden sein sollen. Und das ist in der Tat der Fall. Das heißt, wir können jetzt hier die Daten, die hier drauf sind, im einfach rüberkopieren, um dann dem Kunden die zur Verfügung zu stellen. Also von daher alles super. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Wie ihr seht, leider doch alles sehr komplex. Hat auch ein bisschen gedauert. Problem ist halt, dass beschädigte Dateien doch nicht so einfach wiederhergestellt werden können. Beachtet bitte nochmal die Hinweise zu den einzelnen Videos, die ich gemacht habe. Und macht Datensicherung, das ist das Wichtigste. Datensicherung, Datensicherung, Datensicherung. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen rauf freuen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das ist ja für uns kostenlos. Da würde ich mich freuen. Also nicht nur für uns, sondern auch für euch. Umso mehr Abonnenten wir haben, umso besser. Ne? Danke, bis zum nächsten Video. Tschüss.